Eine Rauschgifthändlern gewidmete Ausstellung im Museum des Berliner Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg ist höchst umstritten. Da sie frei sein soll von ideologischen Zuschreibungen, verzichtet die Schau ausdrücklich auf die Darlegung der Beweggründe der Migranten, Drogen zu verkaufen. Die Kriminologin Bettina Paul von der Universität Hamburg findet den Ansatz richtig. n-tv.de, Frau Paul, Sie gehören zu denen, die das Anliegen der Ausstellung unterstützen. Warum, Bettina Paul? Ich halte sie für immanent wichtig und einzigartig, weil hier seit langer Zeit der Versuch gemacht wird, die Thematik nüchtern und frei von Emotionalität zu betrachten. Diese gefühlsbetonte Sichtweise hat ein Feindbild des Dealers erzeugt, wie es seit Jahrzehnten vorherrscht und nicht hinterfragt wird. Die Figur des schwarzen Drogenhändlers ist ein Feindbild in der Gesellschaft, auf das sich alle einigen können. Zu versuchen, dieses auch rassistische Stereotyp aufzubrechen, ist sehr mutig. Wie man sieht, werden die Ausstellungsmacher dafür öffentlich stark angefeindet. Wie ist der Drogenverkäufer zu dem geworden, was sie als gemeinsames Feindbild der Gesellschaft bezeichnen? Der Dealer, der aus Afrika stammt, dient als Projektionsfläche für Ängste und Verachtung. Er ist derjenige, der das Böse von außen einschleppt. Mit dieser Bedrohungsfigur werden Ängste geschürt. In der Migrationsdebatte wird der Prozess verstärkt. Umso wichtiger ist es, gegen dieses Feindbild vorzugehen, das keine Differenzierung kennt. Der Künstler weist provokativ darauf hin, dass es hier ein Defizit gibt. Exakt diese, ihre Argumentation stößt auf massive Kritik. Die Gegner der Ausstellung erklären, Ganoven würden zu Opfern gemacht. Können Sie es nicht verstehen, dass Menschen auf Kriminalität emotional reagieren? Paul überlegt länger, ja, schon. Aber die Frage ist, auf was emotional reagiert wird. Der Otto-Normalverbraucher ist weit weg von dieser Art der Kriminalität. Er hat mit ihr nicht direkt zu tun. Und genau deshalb müssen wir fragen, woher kommt eure Angst? Wie ist das Ihrer Meinung nach gemeinsame Feindbild vom Drogendealer entstanden? Es hat sich über Jahrzehnte aufgebaut. Einen regelrechten Schub gab es in den 90er Jahren, als der Staat begonnen hat, auf Konsumentenseite die Repression zurückzufahren und sie gegen Dealer drastisch zu erhöhen. Diese Dichotomie von Dealer und Konsument als Täter und Opfer funktioniert wunderbar als Feindbild, ist aber auf keiner Seite stimmig. Wie meinen Sie das?